Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Donnerstag, dem 21. Mai 2020. Ihr hört die Geek Talk Daily 822. Heute mit den folgenden Themen: Tom Hanks, Facebook-Shops, Tiefkühler, bidirektionales Laden, Google Duo, Eisprinzessinnen 2 und Disney Plus. Ich beginne gleich mit Tom Hanks, dessen neuester Film hätte eigentlich ins Kino kommen sollen, schon früher. Dann wurde es verschoben auf das aktuelle Datum, also um Auffahrt herum. Und ja, jetzt kann es natürlich logischerweise immer noch nicht gezeigt werden, weil die Kinos nach wie vor zu haben. Und deshalb ist das Ganze jetzt in Richtung Apple TV Plus gelandet. Heißt, den Film werden wir bald da drin sehen können und es wird die Kinos umgehen. Ich denke mal, das wird dem einen oder anderen Film noch passieren in nächster Zeit. Facebook hat unter anderem die Shop-Lösung vorgestellt. Heute ging einiges davon raus. Wie gesagt, Facebook Shops, daran mit können Unternehmen, kleinere wie auch größere, kleine Shops anlegen, anpassen, individuell von den Farben etc. und somit ein paar Produkte verkaufen. Das Ganze geht über Facebook, geht über später auch über Instagram und halt über die ganzen Plattformen, Kommunikation über die ganzen möglichen Wege, Facebook Messenger, WhatsApp und Instagram direkt und später soll dann auch die Bezahlung über die Plattform möglich sein. Google und Smart Home im Google Assistant wurden neue Geräte angelegt. Unter anderem werdet ihr nächstens smarte Tiefkühler und Ventilatoren sehen und die natürlich dann ansteuern können. Bei Tesla geht nächstens das bidirektionale Laden, das heißt das Model 3 wie auch das kommende Y, werden ausgeliefert oder wurden schon ausgeliefert mit der Möglichkeit des bidirektionalen Laden. Was es damit auf sich hat, das lest ihr am besten auf daily.geektalk.ch oder in den Shownotes und eures Podcatchers nach, da haben wir einen Link dazu. Fahrender Energiespeicher oder Energiespeicher für zu Hause, um übrige Energie zwischenzuspeichern oder wieder abzurufen, Netzstabilisierung etc. sind so die Schlagworte in dem Bereich. Es gibt Neuigkeiten zu Google Duo. Da kann man nächstens Kontaktaufnahmen, was heißt nächstens, man kann jetzt mit dem neuesten Update Kontaktaufnahmen auch via E-Mail ermöglichen. Das heißt, ihr müsst nicht unbedingt die Telefonnummer vornehmen, wissen, es genügt, wenn die E-Mail-Adresse wisst und könnt die Person dann darüber anrufen. Bei Disney Plus wird per Juli diesen Jahres die Eiskönigin 2 starten. Wer darauf gewartet hat, sollte sich den Dienst mal ein bisschen genauer anschauen. Auch kommt endlich was Disney versprochen hat, nämlich die Simpsons in 4:3 ausgeliefert und das wird ab dem 28. Mai soweit sein. Somit wird es wieder mal Zeit für einen Probemonat oder eben einen Folgemonat für Disney Plus. Das war's mit den heutigen Neuigkeiten. Ich wünsche allen, die heute frei haben, eine schöne Auffahrt und was noch alles so ist heute, genieße es. Ansonsten arbeitet fleißig. Euch einen schönen Tag, einen erfolgreichen Tag und bis bald. Euer Poughkeepsie. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.